Schauen Sie sich das an, die hat keine Nase. Das ist Qualzucht pur. In 4 Wochen kann man die abholen. Aha. Die sind viel zu jung. Die werden von der Mutter getrennt, von den Geschwistern getrennt. Die kommen in eine fremde Umgebung. Diese Autofahrt ist Stress pur. Und damit viel zu viel für diese jungen Welpen. Die sind vom Immunsystem unreif. Wir machen noch Kontrolle. Nehmen Sie bitte Geld und Telefon mit und kommen Sie mit uns hinein. Da ist massiv manipuliert worden mit dem Geburtsdatum. Das geht nicht. Von wo kommen Sie jetzt? Nichts Deutsch. Kein Deutsch. Das ist Welpenmafia. Das ist vergleichbar zu Drogenhandel. Da werden unglaubliche Summen damit verdient. Sie können ihn erklären. Ich habe genug. Der Busse, weil Sie die Tiere zu wenig getränkt und gefüttert haben. Das ist nicht normal. Verdammt nochmal. Das ist schon die Grenze. Zu Rumänien. Die kamen heute in den Notfall zu uns, sind beide aus Kroatien importiert worden. Die beiden Welpen sind Geschwistertiere, die Hündin ist sehr schlecht. Und jetzt gehen wir gerade in die Intensivstation rein. Und Sie sehen schon, wir haben immer mehr Absperrungen. Weil wir immer mehr Seuchentiere haben. Seuchentiere. Meist haben sie Parvovirose, eine gefährliche Virenkrankheit. Unbehandelt sterben die Welpen. Die Hunde stecken sich oft auf dem Transport in die Schweiz an. Diese kranken Welpen gab es schon immer. Aber das Ausmaß, das es momentan annimmt, ist absolut. Das ist wirklich sehr grenzwertig. So schlimm wie momentan habe ich es noch nie erlebt. Ich meine, jetzt waren das 5 Welpen seit Montag. Das heißt also eigentlich einer pro Tag jetzt. Die Leute legen sich jetzt extrem viel Hunde zu. Wir denken, das ist alles Corona-Krise bedingt. Das ist einfach, dass die Infusion nicht läuft. Ist das kann schlecht? Das kann jetzt sein, dass sein Füßle abbogen ist. Je jünger die Welpen, desto weniger Immunschutz, desto eher werden sie krank. Wie alt nochmal ist jetzt das Tier? Das ist jetzt gerade 8 Wochen und 6 Tage, glaube ich. Genau. Also wirklich so die Mindestzeit, dass man es überhaupt darf importieren. Genau, richtig. Kommt. Aber ich meine, ja, schon da unten. Ist es dann haben richtig? Wir schon abgebrochen. Oder Frau Reichler, würde Sie sagen, sie ist eben zu jung, wie die sich dann schnell erkranken? Also vom Gesetz her sind sie korrekt importiert. Für mich sind sie ganz klar zu jung, weil die sind eben sehr anfällig, diese Jungtiere. Und vor allem, und ich weiß nicht, ob Sie das hören, jetzt hustet sie auch noch, gell, Schnecki? Das hat sie sich wahrscheinlich verschluckt beim Erbrechen. Die Schweizer 8-Wochen-Regel ist viel weniger streng als jene in fast allen westeuropäischen Ländern. Dort müssen Welpen mindestens 15 Wochen alt sein, bis sie importiert werden dürfen. So. Grüezi, Tante. Es tut mir leid. Also wir haben ja vorher gesagt, wir warten die Blutergebnisse ab. Und die Blutergebnisse sind nicht gut. Mhm. Das heißt, wir haben bei Rocky und bei Sky beides mal die Parvovirose, diese Hundeseuche. Ich kann einfach nicht versprechen, dass es beide überleben. Mhm. Für die Behandlung heißt es, dass Sie damit rechnen müssen, dass Sie, ja, wenn beide zusammen kommen, sicher deutlich über 7.000 Franken.
Eben das ist von unten billiger gekommen. Da haben wir irgendwas. Sonst kaufen wir nie. Aber wenn Sie sich das nicht leisten können, die Behandlung, dann müssen Sie mir es frühzeitig sagen. Gell? Ja gut, wir haben das wirklich nicht gewusst, wie das alles läuft und wie das geht. Wir haben einfach Freude gehabt, das kaufen wir und so. Das ist unsere Priorität. Aber jetzt haben wir gesehen, das ist ein großer Fehler. Sky und Rocky kosteten 1.200 Euro. Kann der Besitzer ihre Behandlung nicht bezahlen, müssen sie eingeschläfert werden. Er will die Summe in Raten abzahlen. Gut. Frau Bauer, dann darf ich Ihnen vorstellen. Hallo. Nennen wir das Mädchen Sophie. Ihre Eltern haben einen Zwergspitz bestellt. Wo haben wir dann gesucht? Einfach überall. Im Internet und eigentlich im Internet. Und wie ist denn der Hund da gekommen? Er ist mit einem Auto. Ist er zu euch heimgekommen, hier in der Schweiz? Nein, wir haben uns eben auf einen Parkplatz, auf einer Raststätte getroffen. Sophies Hund hat keinen Chip, ist also illegal. Und schlimmer noch, er stammt vermutlich aus Moldawien, ein Land mit Tollwutgefahr. Welche Krankheit soll nicht in die Schweiz gebracht werden? Hast du das verstanden? Ich würde es nicht sagen. Mhm. Okay. Jetzt geht es schon ein bisschen besser, gell? Ich kann den Kopf schon wieder halten. Ha? Ja, der ist herzig. Bei Tollwutgefahr werden viele Hunde eingeschläfert. Aber der Kantonstierarzt hat eine Ausnahme gemacht und eine Quarantäne für Sophies Welpe angeordnet. Es wird sich herausstellen, dass das Tier keine Tollwut hat. Die Zahl der wegen Tollwutgefahr eingeschläferten Hunde aber hat sich in den letzten 10 Jahren mehr als verdoppelt. Haben Sie es dann schon erlaubt, dass so ein Hund hat mich eingeschläfert? Ja, das musste ich selber schon machen. Das ist furchtbar. Das ist für mich ein Albtraum. Ich warte auf den Amtstierarzt von St. Gallen. Guten Morgen. Matthias Diener wird gerufen, wenn etwas mit einem importierten Hund nicht stimmt. Zum Beispiel, wenn der Zoll einen Hundetransport aus Osteuropa kontrolliert und sieht, dass die Tiere keine Pässe haben und somit illegal ins Land kommen. Also wir haben so 1 bis 2 ein bisschen komplexere illegale Importfälle in der Woche, die man bearbeitet. Pro Woche 2 Fälle? Ja, 1 bis 2 Fälle pro Woche. Das ist schon viel, oder? Ja. Ich sage dem eben noch gerne Zalando-Mentalität. Also man bestellt es online, man lässt sich liefern vor die Haustür. Und wenn es nicht passt, schickt man es wieder zurück. Wie finden Sie das? Ich persönlich, Katastrophe. Ich finde das ganz schlimm. Letztes Jahr wurden fast 31.000 importierte Hunde registriert, eine Rekordzahl. Dazu kommen die illegalen Importe. Laut Zoll letztes Jahr mindestens 7.600 Hunde. Das ist jetzt quasi der Hintereingang. Ja, genau. Der Lieferanteneingang, genau. Im Moment haben wir vor allem eine Organisation, wo wir grosse Probleme damit haben. Und das ist die Firma Elite Dog aus der Slowakei mit dem Transportunternehmen Taktik SRO. Und das läuft alle 14 Tage ab. Da kommt immer etwas gleiche Fahrzeug an die St. Galler Grenze. Aber das Problem ist, dass die mit manipulierten Ausweis kommen, Heimtierpässe. Und da habe ich ein paar Beispiele. Das ist so ein slowakischer Heimtierpass. Da haben wir das Ausstellungsdatum, und da sehen Sie, das ist eigentlich das, was man sieht, wenn man den Pass anschaut, ohne irgendein Bild, das unter einem speziellen Licht gemacht worden ist, dann sieht man da 22.02.2021.
Die Firma Elite Dog mache Urkundenfälschung. Gleich wie ein Mensch hat ein Hund einen Pass, seine Identität. Vermutlich geht es hier um Kosten. Weil das ist ein Riesengeschäft, der Hundehandel. Und wir vermuten, dass so ein Pass kostet ein paar Franken. Und das kann man unter Umständen günstiger machen, indem man einfach einen Pass von einem Hund, der nicht platziert werden konnte, wieder überschreibt. Für mich wirklich noch tragischer sind eigentlich die Bilder bei den Impfungen. Also da wird auch bei den Impfungen manipuliert. Das heisst, das ist ein Beschiss, da ist vielleicht gar nicht geimpft worden, oder? Also ob geimpft worden ist oder nicht, ich hoffe schon, dass geimpft worden ist. Ich weiß es aber ehrlich gesagt auch nicht ganz genau. Und als wir gesehen haben, dass da wirklich massiv manipuliert worden ist, haben wir entschieden, um die Tiere mal vorübergehend beschlagnahmen. Das sind Sie. Und da bin ich dann an den Zoll gegangen und habe die Hunde geholt und habe sie in einem Tierheim im Kanton St. Gallen dann deponiert. Ja. Ja, ich denke, ich werde den Drunk vielleicht gar nicht mehr sehen. Oder? Also wirklich schlaflose Nacht gehabt. Weil die Unsicherheit einfach halt ständig da war. Oder? Also wegen der, wie der Hund beschlagnahmt war? Genau, oder? Er war beschlagnahmt. Ich wusste nicht, aus welchem Grund am Anfang. Ja, Charlie, bravo. Charlie, ein Shiba Inu-Welpe von Elite Dog. Bestellt von Anthony Motta. Dessen Eignung wurde vom St. Gallen Tierheim abgeklärt, bevor er den Hund bekam. Aber wie sind Sie denn darauf gekommen, Charlie im Internet zu kaufen? Haben Sie nicht in der Schweiz einen Hund bestellen? Ja, absolut. Ich habe geschaut in der Schweiz. Leider ist die Nachfrage für die Shiba Inu-Rasse sehr, sehr hoch. Es war einfach halt so, dass die Wartezeiten über 5-6 Monate waren. Weil das wäre nicht gegangen? Das, ja, sag jetzt mal, vom Warten her ist es für uns jetzt nicht so, weil wir haben verspürt, dass wir wirklich wieder so einen Welpen brauchen für uns. Oder? Selbstkritisch gesagt, wenn Sie halt ein Tier wollen, dann wollen Sie es halt schnell. So. Es soll funken. Wie Liebe auf den ersten Blick, sage ich jetzt einmal. Und das war beim Charlie wirklich so. Ich habe ihn wirklich gesehen auf diesem Inserat. Und für mich hat es einfach ab dann nur ihn gegeben. Aber haben Sie den Hund bekommen, den Sie auf dem Inserat gesehen haben? Das ist die andere Frage. Das ist die andere Frage. Mit solchen Videos verkauft Elite Dog Welpen. Ich wollte am Anfang ein Weibchen haben. Und das war dann so, vor dem Transportdatum hat es plötzlich geheißen, wir haben ein Problem. Es ist ein Männchen. Und dann habe ich gesagt, okay, du jetzt da nicht schwierig. Wer im Internet Welpen kaufen sucht, gelangt auf die Seite welpenkaufen.ch der Firma Elite Dog in der Slowakei. Elite Dog besitzt auch die Domain welpenkaufen.at, weil sie auch Hunde nach Österreich verkauft. Man kann hier einfach runterscrollen, wie als man auf Zalando wäre und sagt, hey, ich möchte einen Hund mit blauen Augen. Man kann wirklich auf eigenen Wunsch so quasi wie einen Hund zusammenstellen. Für mich hat es am Anfang wirklich sehr seriös ausgesehen. Oder ich habe wirklich telefonisch direkt Kontakt aufgenommen mit dieser Person. Also mit wem eigentlich? Wie heisst die Frau? Das ist das andere. Also ich habe nie nach einem Namen gefragt, weil sie mir so eine Sicherheit gegeben hat. Oder hat sie und mir was jetzt... hat Ihnen dann die Sicherheit gegeben? Die, eben, zum Beispiel, dass sie mir gesagt hat, ihr zahlt erst, wenn der Hund bei euch ist. Und dann hat es nicht geheissen, könnt mir gerne eine neue Adresse geben. 3 Tage später wird er versendet. Oder? Und versendet? Also für transportiert, versendet. Also ja, so wie sie es gemacht haben, also so, als ob es ein Postauto wäre. Vieni, vieni qua, vieni, vieni, vieni. Amore, Charlino, vieni qua, bello di mamma, tua. Dai, dai, vieni, dai. Ja. Vieni qua, vieni, vieni, vieni. Gibt einem das wie so ein zu denken, hey, ich habe da eben mit einer mutmaßlich kriminellen Organisation zusammengearbeitet? Absolut, das hat mir natürlich zu denken gegeben. Klar, der Welpe ist bei mir auf einer Seite, aber gleichzeitig, was und wer habe ich unterstützt mit dem Geld? Wie nur noch den Hund gesehen, genau, und den Verstand, genau, ausgeschaltet. Genau, das ist richtig, genau. So, meine Damen und Herren, guten Morgen, Mass vom Cockpit, die letzte Infos mit Zukunft. Herr T., Besitzer von Elite Dog.
In der Slowakei heißt seine Hundehandelsfirma Taktik, gegründet 2007. Tee in seinem Jacuzzi, gefilmt vom slowakischen Fernsehen. 955 Welpen exportierte er letztes Jahr laut slowakischer Veterinärbehörde. Die meisten Hundepässe hat ein einziger Tierarzt ausgestellt, Dr. K. Im Pandemiejahr 2020 verdoppelte die Hundehandelsfirma Taktik ihren Umsatz auf über 500.000 €. Bei 955 exportierten Hunden und einem durchschnittlichen Verkaufspreis von 1.200 € pro Hund ohne Mehrwertsteuer hat Taktik aber rund 1 Million Umsatz gemacht. Also rund doppelt so viel, wie die Firma meldet. Eine Stunde von der slowakischen Hauptstadt entfernt liegt Balon, ein 700-Seelendorf im Süden des Landes. Wir filmen versteckt. Hier am Geschäftssitz von Elitog und Taktik haben wir uns als Kaufinteressenten angemeldet. Als erstes fällt mir auf, der weiße Citroën Berlingo. Ich erkenne das Nummernschild. Damit wurden Welpen transportiert, die in St. Gallen beschlagnahmt wurden. Okay. Hallo. Ich habe keine Maske, aber ich habe Impfungen. Aber du auch. Die Frau, die uns begrüßt, heißt angeblich Julia. Es ist dieselbe Person, die ich auf den Videos der Hundekäufe gesehen habe. Ja, schön, es ist groß. Ja, schön. Im Vergleich zu den Häusern in der Umgebung ist dieses Anwesen luxuriös. In der Ferne sehen wir Zwinger mit rund 12 Hunden. Insider sagen, Elitog züchte maximal 10% der Welpen, die die Firma verkaufe. Der Rest werde zugekauft. Julia führt uns zu einem Käfig mit 2 Malteser-Welpen. Sie seien 12 Wochen alt, zu jung für den Export in viele EU-Länder. Elitog nützt die schwachen Gesetze der Schweiz und Österreich aus und verkauft die Hunde fast nur dorthin. Allerdings verschärft Österreich auf Ende Jahr sein Gesetz. Wollen wir noch andere sehen? Oder was gäbe es noch? Die zwei ist frei. Zwergspitz? Zwergspitz möchten Sie oder Pomeranien? Das ist nicht das selbe. Nein. Sehen wir mal schauen. Aber ich möchte nicht so viel. Raus, hier, raus, hier. Ich frage mich, sind keine Zwergspitze vor Ort? Oder könnten sie im hinteren Teil dieses Hauses sein? In solchen Boxen? So wurden Welpen vor 4 Jahren gehalten, vor einem Großtransport nach Belgien. Das belgische Fernsehen hat damals versteckt im Haus gedreht. Aber es könnte etwas passieren auf dem Transport, weil sie noch so jung sind. Ich weiß nicht, oder wenn man sie wegnimmt von hier, von der Mama, dass sie krank werden? Wie können das? Sie haben auch ein Kind und dann gibt sie Urlaub oder mit Transport oder mit Auto, dann ist krank. Nicht, nein. Okay. Kann nicht passieren. Nein. Nein. Wie sind ihr zu dem Hund gekommen? Meine Frau ist auf einer Internetseite draufgegangen. Ich glaube, die heisst Elitedog, wenn es mich nicht täuscht. Also, die Chica hat Parvovirose. Die wurde bestellt, wurde geliefert. Ich habe gesagt, ich bringe jetzt mit Lieferung. Also bis die Heimat. Dann war aber der Fall wegen Coronavirus da. Haben sie nicht können bis in die Schweiz reisen, sondern nur bis Österreich oder österreichische Schweizer Grenze. Der Transport mit Chica fand einen Monat nach der Beschlagnahmung in St. Gallen statt. Chica wurde von ihren Käufern über die Schweizer Grenze gebracht. Bei gefälschten Papieren hätten sie gehaftet. Wie viel hat der Hund gekostet? 1.300 €. Ja. Ist das noch teuer oder ist das angemessen? Keine Ahnung. Teuer. Nein, es ist eigentlich nicht teuer im Verhältnis zu der Schweiz. Also, was zahlt man denn da? Da zahlst du das Minimum doppelt. Chica war auf einem Transport mit 4 anderen Hunden. Auch dieser Malteser war dabei, Lars. Auch da
blutig-wässriger Durchfall, auch Lars hat Parvovirose. Hier zeigt sich das Problem. Sehr junge Welpen aus mutmaßlich schlechten Zuchten mit wenig Immunschutz werden zusammentransportiert und stecken sich vermutlich gegenseitig an. Der Käufer von Lars aber will nicht für seine Behandlung zahlen. Es ist halt wirklich einfach nur ums Geld gegangen und nicht um den Hund. Es ist auch direkt nach der Abgabe nochmal gefragt worden, ob wir eine Seite empfehlen können, wo man einen Hund adoptieren kann. Also es ist halt wirklich, ja. Also der Hund ist krank, jetzt will ich den nächsten. Genau. Wie ist das für Sie? Das ist extrem frustrierend, das macht extrem wütig. Also man muss auch immer wieder selber aufpassen, wie man mit diesen Leuten kommuniziert, dass man nicht unfair wird. Wir geben wirklich unser Bestes, aber es macht einem so traurig und es macht einem so hässig. Also es ist wirklich, es macht einem einfach müde. Lars hat Glück im Unglück. Kollegen der Tierärztinnen übernehmen ihn und seine Kosten. Aber ich verstehe richtig vom Besitzer her. Also der hat wollen, dass der Hund stirbt, dass man einschläft, dass er keine Kosten mehr hat. Das wäre sein Wunsch gewesen. Ja, das ist einfach unverantwortlich und es ist egoistisch. Rund jeder fünfte Hund im Zürcher Tierspital stamme von Elite Dog, sagen die Ärztinnen. Hat man euch gesagt, was es kostet? Aber wenn es halt Bluttransfusion überkommt, 5'000-7'000. Wahrscheinlich mehr, als wenn man jetzt den Hund in der Schweiz gekauft hätte. Schlussendlich ja. Woher aber stammen Chica und die anderen Hunde, die Elite Dog verkauft? Chica. Also die zwei, die sind jetzt aus meiner eigenen Zucht. Nein, die stammen von hier. Ja. Einfach nicht von euch, die haben andere Züchter. Nein, diese sind von uns. Die Frau widerspricht sich, lässt dann die angebliche Mutter bringen. Verglichen mit den Welpen ist sie sehr klein. Ja, wir sehen gar nichts. Keine Zitzen. Suchen wir also nach den Züchtern, die Welpen an Elite Dog verkauft haben. Ich habe einige Adressen zugespielt bekommen. Mit dabei Journalist Solo Mikesch. Konntest du die Namen checken? Was sind das für Leute? Ja, ich habe sie ein bisschen gecheckt und es sind keine normalen Züchter. Sie vermehren die Hunde nur als einen Nebenjob. Was haben die für Jobs? Arbeiten in der Landwirtschaft oder sind auch Chauffeurs. Es ist wahrscheinlich ein schwarzes Nebengeschäft. Vom Sitz von Elite Dog aus fahren wir durch die Südslowakei. Solo Mikke spricht Slowakisch und Ungarisch. Hier lebt ein Ehepaar, das schon Welpen an Elite Dog verkauft hat. Die Frau sagt, sie hätten einen neuen Wurf von Malteser-Welpen. Wir fragen, ob wir die Hundemutter sehen können. Warum ist das wichtig? Sie möchten einen Hund kaufen und es ist wichtig für sie, die Mutterhündin zu sehen. Ich weiß nicht recht. Zögerlich führt sie uns ins Haus. Sie habe drei Muttertiere. Zweimal im Jahr werden sie gedeckt. Mehr ist biologisch gar nicht möglich. Die Frau missbraucht die Muttertiere als Gebärmaschinen. Die kontrollierte Schweizer Zucht erlaubt nur einen Wurf pro Jahr. Hier kommt die Susi. Bei Susi sieht man die Zitzen eindeutig. Hier also ist die Zucht zwischen Hinterhof und Haus. Es stinkt nach Urin und Kot. Die sechs Welpen stammen von den drei Müttern. Schlechte Würfe, sagt die Frau, und das habe seinen Grund. Kitty erwürgt die Babys der anderen Mütter und das ist nicht so einfach. Kitty und Bundi haben zur gleichen Zeit Welpen bekommen. Und innerhalb einer Nacht hat Kitty alle Welpen von Bundi getötet.
Wir nennen sie jetzt Killer Kitty. Leider könne sie uns keinen Welpen verkaufen. Sie habe alle einem Großhändler in der Nähe versprochen. Den Namen sagt sie nicht. Er bezahle 250 Euro pro Hund. Elitog verkauft einen Malteser für 1'000 Euro und mit Lieferung in die Schweiz für 1'400. Einmal hatte ich die Welpen einem Händler versprochen, aber dann hat ein anderer mehr Geld offeriert. Ich habe die Tiere dem Meistbietenden verkauft und Ärger mit dem anderen gekriegt. Es geht um viel Geld. Die Welpen bringen rund 5'000 Euro pro Jahr ein. In dieser Gegend entspricht das im Schnitt 5 Monatslöhnen. Und die Züchter, das ist alles Slowakei? Alles Slowakei, alle von hier. Keine, ich weiß nicht, Nein. Das stimmt nicht. Ich habe Transportpapiere, die zeigen, dass Elitog viele Hunde in Ungarn aufkauft. Zum Teil sind sie in Ungarn aber nicht registriert und kommen illegal in die Slowakei. Seit letztem Sommer aber gibt Elitog nur noch die eigene Firma als Absender an und verschleiert so, wer die Welpen gezüchtet hat. Wir fahren weiter durch die Südslowakei. Hier wahrscheinlich. Auch der nächste Züchter hat schon Welpen an Elitog verkauft. Guten Tag. Wir möchten einen Hund kaufen. Dieser Mann bietet uns 2 Golden Retriever an. 300 Euro pro Welpe. Auch für einen Golden Retriever verlangt Elitog 1'000 Euro ohne Transport. Insider sagten mir, Elitog kaufe Welpen schon ab 100 Euro auf. Hat er auch Heimtierpässe oder wie kriegen wir die Hunde über die Grenze? Ja, ja. Ich kann das organisieren. Mein Freund ist Tierarzt. Er hat Pässe und Mikrochips. 20 Euro. Komplett. Ich frage nach ganz jungen Welpen. Der Mann bringt ein 3 Wochen altes Tier. Er hat ein Problem. Er hat ein Loch im Kopf, ein Geburtsgebrechen. Er entwickelt sich nicht gut. Die 9 Welpen wachsen in dieser kleinen Stallbox auf. Der Mann sagt, er sei arbeitslos. Er lebe von der Zucht von Hunden und Hühnern. In der Slowakei gibt es keine Obergrenze fürs Vermehren von Hunden. Es wird darüber diskutiert, pro Züchter maximal 3 Hündinnen zu erlauben. Wir fahren weiter nach Ungarn, stundenlang übers Land, Richtung Rumänien. Okay, schön. Im Dorf Kaba treffen wir auf ein auffallend schönes Haus. Die Frau sagt, sie züchte Pulli-Hunde, eine spezielle ungarische Rasse. Ihre Hunde hätten schon Preise bekommen. Wir können auch die Kleinen jetzt. Die Welpen seien 2 Wochen alt. In 4 Wochen können Sie sie abholen. Und das ist für den Transport in die Schweiz. Aha. Ist das kein Problem, dass sie dann zu jung sind, dass etwas passiert, weil sie nicht mehr bei der Mutter sind? Kein Problem. Die Welpen halten das schon aus. Solche Transporte wurden schon oft gemacht. Die Preiszüchterin würde uns die Welpen mit 6 Wochen also klar zu jung verkaufen. Auch laut ungarischem Gesetz sollten Welpen erst mit 8 Wochen von ihren Müttern getrennt werden. Und das prämierte Muttertier hat vermutlich eine Zwangsstörung, sagen Spezialisten. Weiter in den Süden Ungarns. Öschöd ist 1,5 Stunden von der serbischen Grenze entfernt. Und in Serbien gibt es noch Tollwut.
Auch von hier wurden schon Hunde an Elite Dog verkauft. Eine Roma-Familie zeigt uns französische Bulldoggen. Er hat Atemprobleme. Seine Nase ist zu eng. Dazu starke Hautfalten und verkrustete Ohren. Beides anfällig für Entzündungen. Für ihn wollen sie 2'000 Euro. Er sei lila und eine Merlzucht, das heißt gesprenkelt. Beides heikle genetische Mutationen, in der Schweizer Stammbaumzucht nicht zugelassen. Wir verlangen den Pass des lila Welpen. Geboren im Dezember 2020. Nein, das ist das Impfdatum. Das steht aber hier. Wir haben keine Ahnung. Kann er uns auch andere Hunde beschaffen, so wie eben Zwergspitz oder Minimalteser? Hat er da Connections? Kein Problem. Und weiter geht's zur nächsten Familie. Auch sie wollen uns Welpen schon mit 6 Wochen verkaufen. Je jünger die Welpen, desto weniger Geld müssen sie für Futter ausgeben. Und auch sie haben Merlsprenkel und einen blauen Farbton. Es besteht die Gefahr, dass die Tiere erblinden oder taub werden. Wenn Sie die Seite angucken, der Hund hat keine Nase mehr. Und wahrscheinlich sind die Nasenlöcher mini klein. Und deshalb können die Hunde bei Hitze zum Beispiel im Sommer gar nicht spazieren geführt werden. Die kriegen einfach keine Luft. Die Hunde sehen ja ganz herzig aus. Diese großen Augen und dieses ganz zurückspringende Näsle, das macht eben dieses Baby-Face. Und das spricht Menschen an. Das ist ganz klare Qualzucht. Die Hunde haben auch keine lange Lebenserwartung. Für mich ist das eigentlich eine Welpenmafia, um es mal ganz deutlich zu sagen. Es wird einfach vermehrt, vermehrt, vermehrt. Damit kann man extrem gut Geld machen. Jetzt haben wir hier. Es ist einfach so ein Moment, wo man dann emotional auch so ein bisschen selber denkt, oh, viel Einsatz. Und Chica hat viel Einsatz auch von der kleinen Maus. Die hat gekämpft, oder? Und sie hat dann verloren. Man fällt irgendwie auch ein bisschen zusammen ineinander. Man kämpft die ganze Zeit, es ist spät abends. Man versucht, das Letzte zu geben, damit sie überleben. Und dann geht es nicht so, wie man es sich gewünscht hat. Oder wie man gehofft hat, dann ist man wie so ein bisschen, man fällt ein bisschen in sich zusammen, glaube ich. Resignation. Ja. Es ist besonders schlimm, wenn man Hunde verliert, wo es einfach absolut unnötig gewesen wäre. Wie bei Welpenimporten, dieses Leiden von diesen Hunden. Ich meine, Chica war schwer krank. Das ist ja nicht, auch wenn wir behandeln, wenn wir Schmerzmittel geben, wenn wir Infusionen geben. Das ist ja für den Hund kein Spaziergang gewesen. Sondern sie hat eine Leidenszeit gehabt und diese Leidenszeit wurde nicht mit Überleben belohnt, sondern mit Tod beendet. Und das ist nichts Schönes. Ich hatte zuerst die Besitzerin am Telefon, die hat gleich furchtbar geweint und hat das Telefon an ihren Mann weitergegeben. Und er war, ja, geschockt. Elitdog habe zuerst nicht auf die Anrufe der Familie reagiert. Später dann habe die Firma angeboten, einen neuen Hund zu schicken. Würden Sie dann sagen, die Verantwortung jetzt für den Tod ist schlussendlich bei dieser Firma Elitdog, wo der Hund entweder Züchter gekauft und auf den Transport gegeben hat? Ich sehe das so, ja. Kann man jetzt in dem Fall die Firma Elitdog haftbar machen für den Tod von dem Tier?
Was nützt es, wenn Sie die Firma haftbar machen? Chica bleibt tot. Ausser man würde wirklich strenge Bussen haben und die verhängen können, dass es diesen Firmen... Ich denke, es tut mir leid, wenn ich Sie unterbreche. Für mich ist der entscheidende Punkt, wenn man die Hunde nicht bestellt und nicht kauft, dann haben sie keinen Markt. Solange der Endverbraucher den Hund bestellt, ist der Markt da und solange rechnet sich das für irgendjemand, der keine Skrupel hat. Bisher spielt der freie Markt. Der Staat setzt auf die Eigenverantwortung der Konsumentinnen und Konsumenten. Ob das aber reicht? Denn Chica ist kein Einzelfall. Ich weiß von drei weiteren Elite-Dog-Welpen, die dieses Jahr kurz nach dem Transport verstarben. Nala, ein Labrador im Februar nahe Graz. Ein Malteser auf einem Elite-Dog-Transport im März, der in Wien kontrolliert wurde. Und Lucy, verstorben mitten in der Nacht im Juli in Niederhasli. Ich bin halb drei, bin ich verwacht, weil ich irgendein Gefühl hatte, irgendetwas bestimmt nicht mehr. Dann hat sie mich so angeschaut, so richtig mit ihren Glückscheugli, hat dreimal geschnauft und dann hat sie das Köpfchen einfach auf die linke Seite gerührt und hat sie sich nicht mehr bewegt. Sie ist in meinen Armen gestorben. Qualvoll gestorben. Die Autopsie ergab, Lucy verstarb an Parvovirose, 2,5 Tage nach dem Transport. Mit großer Wahrscheinlichkeit hatte sie sich schon vor der Reise infiziert. Wie war die Reaktion von Elite-Dog, die Sie angerufen haben? Kalt, abweisend. Die wollten nur uns die Schuld geben. Und so quasi, wir haben den Hund verkauft, die haben ihn geliefert, der Rest ist auch ein Problem. Es ist denen wirklich am Arsch vorbeigegangen, ob jetzt der Hund noch lebt oder nicht. Also das, für sie war das einfach eine Handelsware. Zusammen mit einer ungarischen Übersetzerin kontaktiere ich den Chef von Elite-Dog. Herr T. bestreitet die Todesfälle vehement. Glauben Sie nicht eher, dass ein illegaler Hundehändler aus der Slowakei oder Ungarn diese Fälle verursacht hat? Und dass er uns das in die Schuhe schiebt, um uns zu schaden? Nein, diese Hunde wurden bei Elite-Dog bestellt. Wie kann das sein? Es ist nicht wahr. Es ist nicht wahr. Es ist nicht wahr. Wir haben mit den Besitzern gesprochen, wir haben die Tiere gesehen. Die Schweizer mögen unsere Hunde. Schatzi, ich sage die Wahrheit. Die Hundekäufer lassen ihre Welpen bei minus 5 Grad in einer kalten Pfütze spielen. Und wenn die Tiere dann sterben, was kann ich dafür? Aber immer heißt es, das Parvovirus ist das Problem. Das Parvovirus. In der Slowakei sind Großhändler wie Herr T. auf Tierärzte angewiesen. Ein einziger Tierarzt hat in den letzten Jahren tausende Pässe für Elite-Dog-Welpen unterschrieben. Dr. K. Wir suchen seine Praxis auf. Guten Tag, wir suchen Dr. K. Er ist nicht zu Hause. K.'s Frau gibt uns seine Telefonnummer. Wir sollen ihn anrufen. Ich rufe an, weil das Schweizer Fernsehen Dokumente hat, die beweisen, dass Hundepässe gefälscht sind. Pässe, die Sie unterschrieben haben. Unmöglich, sagt Dr. K. Heimtierpässe seien fälschungssicher. Unsere Papiere aber zeigen das Gegenteil. Ex-Geschäftspartner von Elite-Dog sagen, Tierärzte hätten Blankopässe an Elite-Dog verkauft. Dr. K. bestreitet das. Was weiß und macht die staatliche Veterinärbehörde gegen Elite-Dog?
In Bratislava erfahren wir, der Name der Firma ist bekannt. Im Juli sei sie letztmals kontrolliert worden, sagt Veterinärchef Josef Biresch. Es gab mehrere Probleme. Die Transportpapiere waren nicht in Ordnung. Die Zuchtbedingungen waren nicht gut. Und die Impfungen nicht korrekt. Zwar wurde geimpft, aber nach der Tollwutimpfung muss man 3 Wochen warten, bis die Impfung wirkt. Diese Frist wurde nicht abgewartet, die Hunde wurden zu früh exportiert. Außerdem konnten wir nicht klären, von welchen Züchtern die Hunde stammen. Es drohen Bußen. 2011 habe man die Firma letztmals gebüßt mit 350 Euro. Tierarzt K. sei nie gebüßt worden. Fehlbare Tierärzte aber kämen in eine Risikogruppe und würden regelmäßig kontrolliert. Wie viele haben die in der Riskgruppe? Das kann ich Ihnen nicht genau sagen, aber ich denke, es ist eine Gruppe von ca. 50 Personen. Es ist da so ungefähr 50. 50 Veterinärärzte, 50 Veterinary Doctors in the Risk Group. That's immense. Das ist ein großes Problem. Nein, das ist wirksame Kontrolle. Yes. Der Fall Elite Dog spielt sich in Dunajská Streda ab, einem Bezirk in der Südslowakei. Die regionale Veterinärbehörde müsste jeden Hund, der ins Ausland fährt, vor dem Transport auf seine Gesundheit überprüfen. Warum fällt bei fast 1000 exportierten Hunden letztes Jahr nichts auf? Insider vermuten Korruption. Wir rufen den Amtstierarzt an, der die meisten Elite Dog Hunde vor dem Transport für gesund erklärt hat. Könnten Sie uns ein Interview geben zum Hundehandel, heute oder morgen? Ich bin nicht zuständig, auf keinen Fall. Könnten Sie uns etwas sagen zur Passfälschung der Firma Taktik? Auf keinen Fall und dann hängt er auf. Ich bin nicht kompetent. Und was schließt du daraus? Naja, dass wir vielleicht schon von einen Anruf bekommen hat. Vom Tierarzt. Ja, das würde ich schon vermuten, oder? Würden Sie Korruption in Dunajská Streda ausschließen? Es gibt Hinweise auf gewisse Leute, aber es ist nichts Konkretes. Wenn es konkret ist, werde ich dieses Problem lösen. Wenn es konkret Status, I use policy for solving this problem. Aber die Frage ist, haben Sie selber bisher genug unternommen? Ich? In Bezug auf Kontrolle? Wir müssen die Kontrolle verstärken. Das heißt also, bisher wurde zu wenig gemacht, wenn Sie die Kontrolle verstärken wollen. Wir bieten Risikoanalysen. Aber ja oder nein? Denken Sie, dass Sie mehr tun müssten? Mehr, immer mehr. Wir zeigen ihm die Fälschungen. Die Schweizer Kantonstierärzte haben von Mitte 2019 bis Anfang dieses Jahres 350 Unregelmäßigkeiten bei 500 Elite-Dog-Fällen gefunden. Das ist neu für mich. Sind Sie besorgt? Wenn sich die 350 Fälle bestätigen, dann ist das ein Grund, die Firma zu schließen. Aber ich brauche die einzelnen Fälle von Ihrem Land. Das ist sehr wichtig. Was also läuft beim Bundesamt für Veterinärwesen? Hier wurden die manipulierten Elite-Dog-Fälle aus der ganzen Schweiz gesammelt. Was machen die denn jetzt gegen die Firma Elite-Dog? Das haben die Strafanzeige der Staatsanwaltschaft St. Gallen eingereicht. Und was bringt das, wenn man eine Strafanzeige, Merci, in St. Gallen gegen eine ausländische Firma macht? Hat die Schweiz die 350 Fälle der Slowakei gemeldet? Nein, sagt die Tierschutzverantwortliche. Wir haben im Tierschutzgesetz keine gesetzliche Grundlage, um Daten weiterzugeben.
Ihr dürft nicht, wenn ihr unzufrieden seid mit einer Firma, die immer wieder Passmanipulierungen oder Fälschungen macht, könnt ihr nicht einfach den Veterinärbehörden in diesem Land anrufen und die Fälle mitteilen, sodass die eben können vorgehen im Land? Eigentlich nicht. Nein, das ist auch, das ist ja skandalös. Ja, also das ist etwas, wo man schon, wenn möglich, müsste, aber es bräuchte eine Gesetzesänderung. Oder zum Datenschutzsachen sind immer sehr hoch gewertet. Selbst bei Firmen, eben, die illegal operieren? Wo ja, also es ist nachher, oder dort überwiegt im Moment der Datenschutz, der Tierschutz. Ja. Ich informiere Liv Sik über mein Gespräch mit dem Chef der slowakischen Veterinärbehörde. Er hat mir gesagt, ich brauche dringend die Fälle aus der Schweiz. Wenn wir 350 Fälle haben, dann können wir die Firma zumachen. Mhm. Dann muss er ein Amtshilfegesuch bei uns machen. Dann kann man es wieder probieren. Also, probieren kann man es immer. Ihr könnt nicht von euch aus. Eben, ich habe gedacht, schauen Sie für sich, ich bringe Ihnen hier Telefonnummern und den Kontakt. Das ist super, zum Herr Bierisch. So. Also, ihm haben Sie jetzt noch nie angerufen? Nein, in meiner Position rufe ich nicht Generaldirektor an in der Slowakei. Das ist so. Ja. Wieso nicht? Er hat auch mit mir geredet. Ja, also eben, oder wenn ihr mir jetzt sagt, er freut sich über eine Kontaktaufnahme, dann schon. Aber natürlich nicht, wenn man irgendwo hier ein Problem sieht, ist das nicht der übliche Weg. Als ich sie eine Woche später nochmals anrufe, heisst es, man wolle zuerst die Strafuntersuchung in der Schweiz abwarten. Also gut, wir machen noch Kontrolle. Nehmen Sie bitte Geld und Telefon mit und kommen Sie mit uns rein. Verstehen Sie mich? Nicht? Also Geld und Telefon, Kontrolle mit mir mitkommen. Es ist früh morgens an einem Freitag Ende August. Ein Transport von Elite Dog wird kontrolliert. Wie viele Hunde haben Sie dabei? Ein Hundjahr, aber noch kurz über. Null. Acht. Acht. Und von wo sind die Hunde? Hunde waren noch kurz über. Aus der Slowakei. Alle von Slowakei. Sie können hier warten. Diesmal wurden die Pässe der Welpen nicht manipuliert. Geburtsdaten und Impfungen sind nur einmal eingetragen. Stimmen denn aber Papiere? Das sind kontrolliert. Das sind genau die, die da ja. sind. Genau. Sind das alles slowakische Pässe? Ja, genau. Was ich herausgefunden habe, zu dieser Firma recherchiert, ist, dass zum Teil die Hunde kommen aus Ungarn, aber sie sind gar nicht registriert in Ungarn und sie kommen dann erst in den Slowakei einen Pass über. Oh, das kann ich jetzt gar nicht sagen. Also wir kriegen immer die slowakischen Pässe dazu und die Nummern tragen wir ein mit der ganzen Chip, die die Hunde drin haben. Und für das ist für uns eigentlich, ja, das geben wir in der Verzollung an. Es ist, ja, schwierig. Ah, je, ja. Auch Matthias Diener ist hier. Der Amtstierarzt, der Anfang Jahr Elite Dog Welpen wegen Fälschungen beschlagnahmt hat. Können Sie sagen, auf was Sie schauen? Schauen wir die Augen an, ob die irgendwie Tränen einen Ausfluss haben. Und ob es von der Farbe her okay sind, ob man das Gefäß sieht in das Klären rein. Dann schauen wir die Zähne an. Sehen wir, das sind gerade so am Durchbrechen. Das heisst? Ja, der ist noch keine 3 Monate alt, aber wahrscheinlich eben gleich schon um die 8 Wochen herum. Also da würde jemand passen. Dann schauen wir noch, ob er Durchfall hat. Hat er nicht. Ist gut. Die Augen sind auch okay? Die sind okay, ja. Da kann man vielleicht... Hat Ihnen eine grundsätzliche Frage? Alle Experten haben mir gesagt, 8 Wochen ist zwar gesetzlich okay, aber die Tiere sind einfach zu jung. Ist die Schweiz, machen wir uns da wie mitschuldig mit unserem Gesetz, dass so Tiere dann halt krank werden? Das ist eine ganz gute Frage, aber die kann ich eigentlich nicht wirklich beantworten. Ich setze auf das Gesetz, das wir im Moment haben. Aber was ist Ihre Meinung? Und meine persönliche Meinung ist, dass es sicher nicht gut ist, wenn die Hunde schon so jung transportiert werden. Der Bund prüft jetzt, ob das Mindestalter bei Importwelpen erhöht werden soll.
Polizeibilder eines Elitdog-Transports, der letzten Herbst im Tirol gestoppt wurde. 6 von 9 Welpen zu jung und einige auch krank. Auf der Fahrt zu wenig gefüttert und getränkt. Meine Recherchen ergeben, diese Chauffeure mussten Bußen bezahlen und haben damit den Tatbestand der Tierquälerei anerkannt. Sie haben 6 Hundewelpen über längere Zeit einem qualvollen Zustand ausgesetzt. Weil sie zu wenig gefüttert und getränkt haben. Ist das Quälerei? Ist das Quälerei? Wenn ein Hund Durchfall hat und der Tierarzt sagt, er ist transportfähig, was sollen wir dann machen? In Österreich bei dieser Buße. Mit einem Deutschen würden Sie nicht so sprechen. Ein Deutscher würde sich Ihre Vorwürfe nicht bieten lassen. Sie können ich habe genug. Es geht mir auf die Nerven. Die Buße haben Sie gekriegt, weil Sie die Tiere zu wenig getränkt und zu wenig gefüttert haben. Das ist nicht normal. Verdammt nochmal. Wieso nicht einfach den Onlinehandel von Welpen verbieten? Ich meine, das Tier ist nicht ein Zalando-Kleidungsstück. Absolut meine Meinung. Ja. Wieso nicht verbieten? Passt so für mich auch nicht. Aber wer will den Konsumentinnen und Konsumenten schon vorschreiben, was sie kaufen dürfen und was nicht? Also hat das wahrscheinlich nie eine Chance, so ein Verbot? Aufgrund des Tierschutzes und aufgrund des Tierwohls haben wir vielleicht schon eine Chance. Also ich denke, wir müssen sicher abpacken. Ja. Schauen, was man erreichen kann. Und zwar nicht nur auf Stufe Schweiz, sondern am liebsten eigentlich international. Thank you.